Hallo Internet und hallo YouTube, ihr habt nichts verpasst, wir sind doch hier unter gleichen Schläge bei der letzten Aufnahme und es läuft. Oh Gott, ich hab doch wieder schon gesagt, es läuft, aber es läuft nicht. So, weiter geht's mit Tin, habe ich gesagt, natürlich, aber jetzt wird's dann echt Zeit. Wenn man hier... Hoppla. Was anderes mache. Auf die Dauer ist das jetzt nichts hier, euch da ärgern mit der gleichen Sache immer. Da haben wir 209 hier drin. Da kriegen wir es auch schon raus, das passt. Tin sollte jetzt schnell gehen. Eigentlich dort wird das Laufen hier von Tin her zu lange. Das andere sollte eigentlich sehr, sehr schnell gehen. Apropos Tin, irgendwo haben wir doch Tin mal gehabt. Was ist hier? Ja, hier ist Tin drin. Danke. Sonst kann ich es wieder suchen gehen nachher. Können wir hier gleich einmal etwas Tin auffüllen. Da wäre noch Refined Diamond drin, sehe ich gerade, aber das ist okay. Das ist relativ jetzt gerade gewesen. Wenn ein bisschen jetzt, das ist wieder so ein Part, wo wir noch ein bisschen umräumen müssen, glaube ich. Aber wir schauen, dass wir in dem Part noch vielleicht irgendwie was Filmfalls noch machen. Frag mich jetzt gerade. Dann fragt man, kommt eigentlich die Eisenbahn her? Achso. Das erklärt dann auch einiges, wenn die ja zusammenhängen hier. Vergiss das immer, wenn das so ist, dann hängt das ja zusammen auch. Es ist hier ein bisschen kompliziert. Manchmal bin ich auch nicht ganz auf der Höhe. Traum das noch laut zu sagen, ich bin nicht ganz auf der Höhe. So, jetzt haben wir noch 9 Blöcke drin. Da werden wir noch 3 rausholen und den Rest machen wir dann da wieder Bronze daraus, oder? Was sagt ihr? Ja, das können wir machen. Aber wir hätten noch Tin. Warte mal, was? Dann machen wir das ein bisschen anders. Wie viel haben wir jetzt noch drin? 6 haben wir noch drin. 3 Bahnen. Aber wenn wir die raushauen, die 10 Tin rein und machen jetzt den 10 Tin Bronze nachher. Ich glaube, ein bisschen gescheiter. Das ist ein bisschen weniger Arbeit, denke ich. Aber das machen wir dann nachher. Jetzt machen wir mal einen Spaziergang irgendwo hin. Erstmal schauen, dass wir ihn da suchen. Wir suchen was. Ja, ich bin eher am Überlegen, ob wir nicht diesen Part nochmal nützen. Und das machen, was wir machen sollten. Nämlich nochmal versuchen, ein Dorf zu finden. Das wäre so mein eigentliches Anliegen, den ganzen Durcheinander. Schauen wir schon jetzt mal kurz hier rüber. Schauen wir mal kurz hier rüber, ist gut. 1, 2, Dankeschön. Jetzt machen wir mal kurz was anderes, was mich eh schon die ganze Zeit nervt. Rede immer die ganze Zeit, aber machen tue ich es nicht. Dafür mache ich es jetzt. Weil das nervt mich jetzt schon ein bisschen hier. So, dann gibt es auch gleich 2 Fackeln dazu, weil das nervt extrem, wenn das hier nicht gemacht ist. Da könnte ich immer ein bisschen nahe schwimmen bei sowas. Und solche Sachen nicht gemacht, ich sage, ich mache es und dann mache ich es nicht. In die Richtung gehen wird uns wohl nicht viel bringen, glaube ich. Und von hier sind wir gekommen. Ja, in dem Fall gehen wir nach Norden, oder? Wir haben jetzt
Ach, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Das kann es jetzt nicht sein, oder? Dann machen wir einen Ausflug in der Nacht. Ist ja egal. Kommt das gleich. Ob ich jetzt unter Tags unterwegs bin, unter Nacht unterwegs bin, ist ja schon wurscht. Nein, das ist nicht. Wir warten noch. Komm, wir machen noch unten weiter. Und dann machen wir unseren Ausflug. Das Spiel mag mich echt nicht. Und da müssen wir auch was tun. Da sieht man auch schon, dass man ein bisschen abpflanzen könnte. Gut, wir machen hier noch weiter. Und dann werden wir unseren Ausflug machen erst. Weil der Nacht weggehen bringt ja nichts. So, dann haben wir nochmal Refined Iron. Könnte jetzt nicht nur man müsste Sachen, ich mache Sachen, schicken dann nochmal ein ganzes durch. Dafür haben wir jetzt dann hier nochmal zwei Blöcke. Wow, 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 wow. Ich habe das Ding ja nicht reingegeben, ich Depp. Ui, 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 ui. Woher ja, habe ich? Interesting. Ist das überhaupt ausgegangen? Ha, Schwein gehabt. Das nicht wirklich Glück gehabt. So, das ist Tin auch fertig mal hier. Sonst Kopper gehen wir hier kurz wieder rauf. Ich glaube nicht, dass wir so viel Kopper brauchen jetzt. Was haben wir denn da überall drin? Nichts, mit dem ich was anfangen kann gerade. Ist einfach Copper. Ja, mal ganz easy das Copper durchbrennen hier. Überraschenderweise haben wir jetzt ein bisschen mehr bei uns, als ich gedacht hätte. Dann haben wir mal zwei Blöcke. Komm, da haben wir noch drei rein. Haben wir noch drei einzelne rein, dann haben wir ein, drei ganze Blöcke wieder. Was natürlich auch überraschend ist, dass nicht gedacht, dass man so viel daraus bekommt noch. Also kann man sich auch irren. Kopper scheitert es nicht. Kopper haben wir zum Glück mehr als genug. Kopper müssen wir auch wieder nachlegen. Kopper haben wir schon wieder zum Lebensende gebracht. Jetzt lassen wir die Bronze raus. Zwischenzeitlich holen wir doch hier noch Kopper. Das jagen wir jetzt natürlich rein. Jetzt haben wir einen ganzen Block Kopper noch. Dass das Ganze schnell brennt, dass er schnell durchläuft. Zwischenzeitlich können wir uns um die Bronze hier kümmern. Gut, das geht auch. Klassiker gewesen. Warte mal kurz. So, ich schaue eigentlich hier. Das können wir, hier könnten wir auch eine Runde abbauen, wenn wir wollen würden. Mal kurz hier Licht machen.
Immer gern das Licht an meinen. Sollte man auch machen. Der hier ist sicher. Unser Glück, was wir haben, kommt Zombies raus und irgendwas raus. Jetzt haben wir, ach, da haben wir genug drin, also da machen wir jetzt keine Sorgen. Wir haben jetzt insgesamt noch drin 18 Blöcke. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3. Haben wir 19 Blöcke genau drin wieder. Also machen wir es am besten und am schnellsten eigentlich. Die nächste Arbeit für mich. Ruhig, gemütlich alles. Da können wir den Ruhe auf. Das hier gehen. Ja, und jetzt haben wir da schön ausgeglichene Plus-Minus-Aktion. Wie schaut es eigentlich jetzt hier? Haben wir da nicht auch noch was gebrannt letztens? Nein, haben wir nicht, aber wir könnten eigentlich Galena weiter durchbrennen, weil es ist relativ mir egal mit dem Galena. Kompressor ist rein, genau. Ärgerlich ist natürlich, dass die hier nicht gehen. Meine, hier hätte ich auch gerne eine Kiste. Das gebe ich ehrlich zu, da hätte ich auch gerne eine Kiste. Stehen daneben. Dann könnte ich hier mit Pipes arbeiten. Eh mit denen hier. Habe ich sie jetzt? Hier haben wir sie. Also das ist dann verwirrend. Ja, verwirrend eigentlich nicht, da müssen wir von hinten nach vorne nach drüben. Das wäre ein bisschen irreführende Pipeline, die aus da hinten laufen würde. Man könnte es halt natürlich so automatisieren, ein bisschen mehr. Könnte man natürlich. Wenn man sich jetzt die Zeit dazu nimmt, man könnte natürlich auch ein bisschen überlegen, könnte auch einen zweiten Creator noch bauen. Dass man sagt, man setzt den da oben hin. Das wäre fast sogar eine Idee. Kostet der Spaß, Industrial-Crinter natürlich. Nein, ich hätte gerne einen normalen Crinter. Den von Techborn, oder? Ja, ist der von Techborn. Der kostet mir drei bescheidene Diamanten. Gott, wir brauchen keinen Zweikrinker gerade. Sorry. Excuse you, Miwa. Obwohl, eigentlich hätten wir es eher so. Wir hätten es. Was war das? Industrial. Oh, Junkloader kann man es auch noch. Ah, Junkloader wäre auch so interessant. Aber nicht hier. Aber doch hier. Ist mal kurz interessanterweise. Ja, wir waren jetzt so da in Jungle, oder? Scheitert alles derzeit nur an Enderperlen. Will ich jetzt mal behaupten, so aus dem Stand raus. Hätten wir Enderperlen, hätten wir auch viel mehr. Vielleicht kann man das so sagen, also, das liegt aber auch an mir, weil ich einfach nicht gerade umstellen will. Vielleicht will ich nur beweisen, ob man das Spiel auch so spielen kann, ohne dass man irgendwie. Ja, ihr wisst schon was. Spaß, na, eigentlich nicht. Das ist eigentlich dumm, wenn man es so nimmt, weil das immer schön reinschauen.
So, ich glaube, einer ist noch drin. Jawohl, einer ist noch drin. Was haben wir jetzt noch? Irgendwas, was gebrannt gehört? Nein, hätten wir nichts mehr. Hätten alles halbwegs durchgebrannt. Könnten jetzt noch Stein reinhauen, da gibt man flüssiges Stein. Wir könnten Uranium wieder reinhauen. Das werden wir auch machen, dann ist das nämlich auch durch. Haha. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So können wir es machen. Jetzt haben wir zu wenig Uranium. Ein bisschen mitdenken, wenn man sowas tut. Das weiß ich bis jetzt nicht, wo ich reingeben darf. Schauen wir mal kurz, man braucht Uranium noch. Oh, ist gleich durch. Könnte auch überlegen, ob man daraus eine Spitzhacke machen könnte. Kann man das Uranium für was anderes annehmen? Kaktus, Kaktusbinder. Will ich das jetzt gerade wissen, so aus dem Stand? Ich glaube nicht. Angst vor Uranium. Ach, das haben wir gleich fertig, das ist gut. So, Refined Iron hätten wir durch. Da haben wir dann noch einen Block. Ja, Uranium, das ist immer so eine Sache. Uranium. Ja, man merkt, man kann hier ganz schön viel eigentlich machen mit dem Ganzen. Zum Beispiel flüssigen Schleim könnte man machen. Was passiert, wenn ich den hier durchjage? Naja, da kann gar nichts Besseres draus sein. Da kann das gleiche werden als mehr an Blöcke. Eigentlich. Mehr ist unlogisch, wenn ich das mache. So, was haben wir denn hier jetzt? Wie weit sind wir hier? 52, da warten wir noch kurz, die nehmen wir noch mit. Schauen wir mal kurz, wie lange wir hier schon aufnehmen. Gutes 17 Minütchen. Das heißt, wir können noch was machen. Zwischenzeitlich ist es Tag geworden, das haben wir gerade mitbekommen. Die Sonne steht natürlich ganz hoch wieder. Ach komm, darauf will ich jetzt nicht warten. Wir gehen jetzt in den Norden. Nein, wir sind nicht bei Games of Thrones. Dass wir gegen Norden gehen. Wir marschieren nach Norden, um ein bisschen zu auskundschaften kurz. Und dann überlege ich mir mal, wie es weitergeht hier, weil in der Folge jetzt. Ja, Blümchen Botaniker wäre auch mal interessant anzugehen. Nein, nein. Denke ich nach über Botaniker. Wenn das Lagersystem fertig ging, dann möchte ich vielleicht darüber nachdenken, mit Bienenzucht zu beginnen, nebenbei mal. Mal da mal ein bisschen was tun in die Richtung. Vielleicht werden wir uns mal ein Wildfang machen, dass wir sagen, wir bauen uns eine zusätzliche Farm für Kühe, Schweine und sowas. Könnte man sich auch natürlich jetzt überlegen, dass wir mal in die Richtung arbeiten. Dann vielleicht überlegen die Richtung automatische Tree Farm, also Farm, Baumfarm, sowas in der Richtung, sowas automatisierte Sachen machen. Aber aktuell will ich mehr in den End-Mod rein und meine Tech-Mod reinarbeiten mich. Dass wir da noch ein paar Dinge sehen. Abgesehen davon wäre eine Query jetzt mal vorrangig. Also die würde ich jetzt auch gerne mal haben. Also die steht auch ganz hoch in meinen haben Plan.
Also wie auch das hier mein Habenplan steht, hier mein Parteien zusammen. Und dann irgendwann einmal die jetzt endlich aufzumachen. Dann schauen wir, was uns die bringen. Den Weg da drüben lassen. Eigentlich ist es dumm, was ich mache, jetzt die da drüben aufdecken, nicht hier weg drauf decken. Das ist fast gescheiter, wenn da drüben aufdecken dann weg. Ja, da ist irgendwo das Spawnpunkt auch klar gewesen. So, wenn wir schon da sind, ein bisschen Sand könnten wir mitnehmen. Nein, ist nicht viel. Das war jetzt dumm wieder. Egal. Ich würde jetzt sagen, das Dümmste daran war eher nicht abzubauen. Jetzt kriege ich auch noch Kies, was ist denn jetzt los? Ganz ein komischer Schmarrn hier. Da ist auch noch viel mehr Blödsinn. Bisschen können wir unter Wasser abbauen, das tut nicht weh. Und mit der Abbaugeschwindigkeit, die wir haben, das ist natürlich dann der einzige Haken an der Geschichte. Da kann es leicht sein, dass wir absaufen dabei. Sollten wir aber eigentlich nicht. War nicht so der Plan, hier unten abzusaufen, auf gut Deutsch. Das hier mit dem Sand ist Sand. Sand braucht man ja, automatisch wieder gesehen. Könnten ja auch die Wüste ein bisschen auseinandernehmen, die eine, was wir da haben. Könnten wir. Tja, das ist richtig komisch, was ich da gemacht habe, oder? Kommt in einen Sand, hole ich jetzt nicht. So bin ich jetzt eindeutig zu faul. Gebe ich offen zu. Und weiter geht die runde Fahrt hier. So, und etwas im Mess circa hier. Ja, passt. Jo. Hurra. Also schon sagt, hurra. Schon wieder Sand zum Mitnehmen gerade. Verarsch mich, Spiel. Ja, den nehme ich eher mit da vorne. Das ist Sand. Na gut, den nehme ich jetzt nicht mit. Aber das wäre auch ein schöner Punkt zum Bauen gewesen, weil der hätte man eine schöne Tiefe gehabt. Faszinierend, auf was man immer dann drauf kommt im Nachhinein. Das hatten wir doch schon mal. Gesagt habe, dort mal besser gewesen zu bauen. Tut das, dass ich gar nicht so viel Sand mitnehmen wollte hier? Ich nehme viel zu viel mit. Das ist mein Ende hier, weil ich habe keine Spitze, keine Hacke mehr zum Abbauen. Ich weiß nicht mehr die Chance, dass ich sie bringen könnte. Ich scheide ja nichts mit habe. So, das bringt mich mal kurz zum Ende der Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis Minecraft Fitter Beast. Und ja. Yeah.
Nächstes Plan schauen wir, dass wir dann vielleicht ein bisschen Richtung Norden weitergehen noch. Und der nächste Plan, allgemein der nächste Plan für die nächsten Parts wird eher so sein, wir versuchen eher ein Haus weiter zu machen, dass wir dann im Umfeldhaus ein bisschen was machen. Vielleicht ein paar Dinge craften, die man bauen kann. Weil wie gesagt, ich würde schon gleich so ein bisschen überlegen so in Richtung Geomatter, dass man da in die Richtung ein bisschen uns herrichten. Vielleicht noch ein paar Windräder machen oben. Das wäre auch keine schlechte Idee. Und uns mal da in die Richtung vorzubereiten und hinzuarbeiten. Ja, so werden wir das erstmal machen. Dann muss ich mir überlegen mit der Matrix, dass wir weiterkommen, dass wir da unser System machen können, so ein anderes Lagersystem, weil so wie wir es jetzt haben, das wird uns nicht so weit bringen mehr von der Größe her. Und das heißt, wir brauchen definitiv Disks, also Diskettenlaufwerke, ein Diskettenlaufwerk, Disketten brauchen wir dann auch noch. Und dann muss man überlegen, wo man das Ganze drum hinstellen, wo der Hauptrechner hinkommt, wo diese ganze Verrechnung, wo der ganze Speicher hinkommt und dann, wo man eigentlich den Rechner hinstellen. Also selber die Matrix. Die Matrix wird eher wahrscheinlich dorthin kommen, wo die ganzen Rohstoffe zusammenlaufen, wahrscheinlich dann. Aber das muss ich mir nochmal anschauen in Ruhe, das werden wir uns alles gemeinsam in Ruhe anschauen miteinander, wie wir das tun. Aber das ist jetzt so der Plan für die nächsten Parts hin, dass man so hinkommt und das, wo ich hin will. So, jetzt sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal für das Spiel Minecraft Feed the Beast. Hermocraft, danke.